Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Wie zum Beispiel Yvonne Plötz. Die 26-Jährige sitzt seit dem 1. Februar 2010 im Deutschen Bundestag. Yvonne vertritt dort ihre Partei, Die Linke. Völklingen im Saarland. Hier in ihrem Wahlkreis macht sich Yvonne besonders für Jugendthemen stark. Heute möchte sie sich für mehr Graffiti-Flächen in ihrem Heimatort einsetzen. Und dabei setzt Yvonne auch sehr gerne auf publikumswirksame Aktionen. Also für mich ist Jugendarbeit wahnsinnig wichtig. Ich bin noch 25 Jahre alt. Das ist genau die Generation, die ich vertreten will in der Politik. Wir haben eine Politik, in der junge Leute einfach kaum eine Lobby haben. Und dafür bin ich einfach da, dafür bin ich gewählt worden. Und die Arbeit werde ich in den nächsten 3 Jahren noch ganz intensiv und leidenschaftlich und hochmotiviert machen. Da greift Yvonne auch selbst mal zur Sprühdose, um die örtlichen Sprayer bei vollem Körpereinsatz zu unterstützen. Also ich bin sozusagen der Organisator von der Aktion. Ich habe den Sprayer und die ganzen Materialien dafür organisiert. Ich habe beim Aufbau mitgeholfen und habe versucht, Werbung zu machen in der Stadt mit Flyern. Man sollte es doch schon als Kunst etablieren. Ja, finde ich auch. Wenn das richtig schön gemacht ist, sieht es einfach wahnsinnig gut aus. Das können wir auch noch schön machen, oder? Wir versuchen es mal. Wie geht denn das jetzt? Zum einen ist es das Ziel, junge Leute einfach kreativ werden zu lassen. Zum anderen ist es natürlich so, dass junge Menschen im öffentlichen Raum kaum mehr Platz haben. Also Jugendräume werden geschlossen. Und das soll eigentlich die Aktion jetzt auch mal bewirken, dass wir vielleicht darauf hinweisen, dass wir sowas öfter brauchen. Es ist wichtig, Graffiti an die Jugend heranzubringen, damit die Gesellschaft sieht, dass Graffiti eine Kunst ist und nicht nur illegales Geschmieren. Dank Yvonne wird so ein kleines, aber für die Jugendlichen wichtiges Thema zum Stadtgespräch. Vom Saarland nach Bayern. Mit 23 Jahren ist Michael Adam zum jüngsten Bürgermeister Deutschlands gewählt worden. Michael ist Mitglied in der SPD. Das beschauliche Örtchen Bodenmais in Bayern. 3.338 Bürger leben hier. Mit über 7.000 Gästebetten ist dieser Ferienort der größte des bayerischen Waldes. Doch die Idylle trügt. Im Rathaus wird bereits heiß diskutiert. Michael bespricht sich mit den Betreibern des örtlichen Schwimmbades. Neue Öffnungszeiten müssen her. Es sind also über 500 Gäste drin am Laufe des Tages. Und das ist zu viel für das Bad. Ich bin auch dagegen, ganz klar. Bei aller Liebe, das kann man wirklich nicht verlangen. Ja, das ist schon schwierig, wenn man hier in einem Ort gewählt ist, der relativ überschaubar ist. Da ist man als Bürgermeister wirklich für alles verantwortlich. Also vom Bad bis hin zur Kläranlage, den Kurpark, die Schule, alles Mögliche. Und das kann einem einen Kick geben, dass man sagt, also man hat fast so einen kleinen Gottheitenstatus so als Bürgermeister, aber es ist natürlich auch oft eine große Belastung. Wenn man dann weiß, wenn ich keine Entscheidung treffe oder wenn ich die falsche treffe, dann geht das den Bach runter. Da läuft Michael bei seinem nächsten Termin eher weniger Gefahr, denn er besucht eine 10. Klasse der örtlichen Realschule. Das macht er mehrmals im Jahr, um die Sorgen und Nöte der Schüler zu verstehen. Die engagierte Schulleiterin stellt den engagierten Jungbürgermeister vor. Morgen. Einen schönen guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich habe euch heute einen Special Guest mitgebracht. Und ihr wisst ja alle, die 10. Klasse liegt ihm besonders am Herzen. Und er war letztes Jahr schon Pate für diese Klasse und er wird es heuer wieder machen. Und er wird jetzt ganz kurz mit euch ein Gespräch führen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, was macht's heute? Ja, momentan haben wir gerade das Fach AWT, das heißt Arbeit, Wirtschaft und Technik. Und da geht es eben darum, den Schülern zu vermitteln, was kann ich mit der mittleren Reife zum Beispiel machen. Zum Beispiel Bürgermeister werden? An seine Schulzeit erinnert sich Michael noch bestens. Ist ja auch noch nicht so lange her. Ich war bis zu einem gewissen Alter, glaube ich, sehr fleißiger Schüler. Irgendwann dann so mit 18 in der Kollegstufe ließ die Disziplin etwas nach.
dann lässt man das so schleifen, dann kann man sich selber beurlauben. Zum Abitur werde ich dann die Kurve wieder gekriegt, so ging es wieder. Und wie kommt der junge Bürgermeister bei den Schülern an? Ich finde ihn eigentlich sehr cool, weil er anders ist wie die anderen. Er ist sehr offen, redet viel mit uns und kommt auch oft und besucht uns. Also ich finde ihn einfach super. Es kommt ihm einfach seine Jugend zugute. Deswegen hat er einen sehr guten Draht zu den Jugendlichen. Genau darum macht er sich auch gerne für das örtliche Schulsystem stark. So am Gymnasium hat man dann sehr schnell gemerkt, dann ging so die Phase los, wo zwei Drittel der Klasse Nachhilfe gebraucht haben. Also irgendwo merkt man, das Schulsystem an sich trägt nicht mehr. Und dann fiel sehr stark auf, wo zu Hause die Finanzausstattung da ist, um sowas zu tun. Und da habe ich als Schüler aus einer Arbeiterfamilie immer ein bisschen drunter gelitten. Vielleicht auch ein Grund, dass ich zur SPD gegangen bin irgendwann. Aber das fiel mir sehr früh auf, so ab der 7. vielleicht, dass das irgendwo nicht mehr so ganz gerecht abgeht. Bürgermeister in so einem kleinen Ort wie Bodenmais zu sein, bedeutet auch permanente Präsenz. In Bayern ist es übrigens nichts Außergewöhnliches, kleinere Anliegen mit seinem Bürgermeister bei einem Bierchen zu besprechen. Mein bester Freund kommt zu mir und trinkt ein halbes Jahr. Da holt der Hans natürlich ein halbes. Das ist recht. Prost, Bier, jawohl, Prost, Bürgermeister. Alles zum Wohle des Bürgers, auch wenn es manchmal, aber nur manchmal anstrengend werden kann, wenn man immer und überall erkannt wird. In Bodenmais kann man sich wirklich nur als Bürgermeister bewegen. Der Privatmensch findet nicht statt. Man ist immer und überall Ansprechpartner. Man wird gefragt, wenn es Anliegen gibt. Man muss sich auch rechtfertigen. Also man muss wirklich raus, wenn man mal abschalten will. Wegfahren, wenn es nur einen halben Tag ist. Sonst findet keine Erholung statt. Wie Michael das macht und wie er privat lebt, in der nächsten Folge Die Anpacker. Sven Christian Kindler ist seit Oktober 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sven macht sich vor allem für eine solidarische, ökologische und demokratische Zukunft stark. Sven vertritt im Bundestag seine Partei Bündnis 90 Die Grünen. Hallo, ich bin Sven Christian Kindler. Ich komme aus Hannover, bin 25 Jahre alt und bin damit der jüngste grüne Bundestagsabgeordnete. Sven will frischen Wind in den Bundestag bringen. Dazu bekommt er heute die Gelegenheit. Er muss heute eine Rede halten. Ich gehe gerade ins Plenum im Bundestag und halte gleich eine Rede zum Haushalt des Auswärtigen Amtes. Und das vor der versammelten erfahrenen Politikprominenz. Vor Bundesaußenminister Guido Westerwelle und auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da kann einem schon mal das Herz ein bisschen in die Hose rutschen. Ich habe schon Respekt vor jedem einzelnen Mitglied im Bundestag, egal ob jetzt Neuling und Jung oder ob alter Hase. Aber natürlich war es spannend, am Anfang die Leute zu treffen, die erfahrenen Politikerinnen und Politiker, die man aus dem Fernsehen kennt. Aber persönlichen Umgang merkt man sehr schnell, dass das alles normale Menschen sind, mit denen man gut quatschen kann und dass es alles eigentlich ziemlich locker und easy ist. Locker und easy bei exakt 6 Minuten Redezeit. Meine Aufregung vor Reden ist nicht besonders groß. Ich habe schon viele Reden bei der Grünen Jugend oder bei der Partei gehalten. Ich habe inzwischen jetzt 8 Reden im Bundestag gehalten. Aber natürlich ist es wichtig, sich darauf gut vorzubereiten und natürlich auch sich zu überlegen, was man sagen würde, auch auf Debattenteilnehmer einzugehen. Und das ist spannend. Ja. Sven Christian Kindler, einer der jüngsten Bundestagsabgeordneten und vielleicht sogar der coolste. Auch Anpacker Florian Bernschneider fackelt in der nächsten Folge nicht lange. Es geht eben darum, was bewegen zu wollen. Und Demo in Berlin und Sven mittendrin. Für mich ist es wichtig, eben auch die Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, jeder Mensch ist in gewisser Weise eine Art politisch. Und die Frage ist nur, wofür man sich einsetzt und was man erreichen will. Außerdem. Ich bin damals mit 16 zur Jungen Union, einfach weil ich ein bisschen was bewegen wollte im Ort. Nadine Schön, nächste Woche in Die Anpacker.